away like that. Lost my keys, but don't give a shit. 'Cause tonight I can sleep where you sleep. Many quests from Wordos. Riff on the board is Danny. Bisschen Englisch muss man es angewöhnen, weil man hier in Griechenland einfach nur noch Englisch reden muss. Tut gut für die Schulkenntnisse, die man sich damals erworben hat. Naja, jetzt geht's auf zum Akropolis, zu den alten römischen Dingern, zu den kolossalen griechischen irgendwas. Naja, also ein kleiner Blick ist es wert. Nicht zu vergessen, es werden auch noch Lost Places bei einer 24-Stunden-Tour mit dem Auto über die gesamte Insel gezeigt. Sollte eigentlich ein richtig geiles Ding werden. Eigentlich eine Megabombe. So, eigentlich müssten wir jetzt bei der ersten Sehenswürdigkeit so langsam ankommen. Ich habe jetzt mal ein kurzes, kleines griechisches Häuschen. Mein Bett. Lucky, lucky machen. Ich glaube, also ich denke jetzt nicht, dass sich das lohnen wird. Was ja so richtig begehrt sein soll, sondern die griechischen Kräuter sein. Die kann man sogar noch pflücken. Wurde alles in der Reiseleitung erlaubt. Die Apfelsinen, die an den Bäumen wachsen, da kann man sie einfach nehmen. Einfach pflücken. Da gibt es keine Strafe. Ist nicht so wie in Deutschland. Da soll es sogar noch Leute geben, die kommen dann an und wollen dir aus Dankbarkeit sogar noch das ganze Netz geben. Also, ich bin gespannt. Wenn ich Apfelsinenbäume finde, wollt man eine Apfelsine hier fressen? Ah, ist es. Finde ich scheiße cool. Müssen wir das Gebäude finden. Ja. Guck mal, die Rennwagenbahn. Ja, ja. Das ist eindeutig eine Rennwagenbahn. Wo ergänzt du das? An der Form. Die Rennwagenbahnen hatten eine U-förmige Form vom gesamten Gebäude und kannst halt eben durch die Mitte halt eben sehen, dass da so eine Absperrung gewesen ist und da sind die Rennwagen um die Wette gefahren oder haben sich gegenseitig eigentlich attackiert. So halt eben, man weiß es noch nicht so 100% genau, was da genau passiert ist. Man weiß es bloß von den Legenden, würde ich mal sagen, und halt eben mal Steinhauer rein. Viele Grüße an Basti, der als Gerüstarbeiter gerne herumbaut und der schon dran geil wird, wenn er so ein Ding sieht. Ich hoffe, du hast die Taschentücher benutzt.
Brunnen und nach einem Wasserpfad aus, den ich gerade lang laufe. Die beiden Steine haben auch was bedeutet. Wir sind Kunden, ja? Ja.